first moment was panic. Ich selber war dem Herzinfarkt nahe. Also, kann jetzt nicht sein. Und jetzt ist nichts mehr zu retten. Ich habe hier gesessen, das ist mein normaler Platz bei der Premiere. Before my first entrance, I'm down below the stage, kind of in the well. Und habe eigentlich darauf gewartet, was passiert, weil ich kann ja nichts tun. Ich habe mich vorgebeugt. Da unten saß mein technischer Direktor, der Sebastian, und geguckt, wie guckt der? Der war auch schon ein bisschen in Aufregung. When the stage, the doors to the Bühne, I guess, are supposed to open, we saw that they were not opening. Ich stehe ja immer hinten dran bei den Bewegungen, um die Bewegungen zu überprüfen. Und als ich gesehen habe, also unmittelbar, die Wand bleibt hängen, ja, und die oberen Züge reißen weiter, ja, da wusste ich, jetzt ist alles kaputt. Es handelt sich ja um zwei große Torflügel, die jeweils nochmal in drei Segmente unterteilt sind. Und da fährt der eine zuerst auf und dann der andere. Das ist genau getimed und gesteuert von unseren Technikern, maschinell. Und das untere Segment des einen Torflügels ist hängen geblieben. Und weil die anderen weiterzogen, lösten sich ziemlich geräuschvoll die oberen beiden Flügel. Und der untere blieb hängen. Also das war, da war klar, das Ding ist echt schlimm. Einige Jungs sind da sofort losgesprungen, wollten dieses Schnürchen, das sich da unten drunter verhakt hat, weil das haben wir gleich gesehen, dass das Problem war, haben das versucht irgendwie zu lösen. Als das passiert ist, war ich eigentlich ganz ruhig. Ich bin in solchen Situationen eh immer relativ ruhig, weil ich ein großes Vertrauen habe in die Leute auf der Bühne. Ich weiß, jeder macht da sein Bestes. Weil mir sofort klar war, da gibt es nichts mehr zu retten, habe ich gesagt, okay, wir müssen den Deckel runterfahren. Ich war dann eigentlich froh, als der Vorhang runterging, weil ich dann wusste, okay, jetzt weiß ich, woran ich bin. Als der schwarze Deckel runterkam, musste erst mal dieses sich verhakte Schnürchen, das ja unglaublich unter Spannung stand. Ja? Also da war so ein Druck drauf, ja? Gegenüber, also fast 700 Kilo waren da Zugkraft drauf. Ja? Und ich wusste auch, die Ouvertüre geht noch 2 Minuten. Ich kann also in aller Ruhe zur Bühne marschieren und das sondieren und muss dann wahrscheinlich vor den Vorhang und den Leuten sagen, was passiert ist. Was das Verrückte war, Meister Luisi hat nichts davon mitbekommen und hat einfach weitergespielt. Ja? Und das ging immer weiter und die Wände standen da so schief, Windschatz da in der Gegend rum. Und bis der Kollege dann oben reagiert hatte und den entsprechenden Fahrbefehl ausführen konnte, war das für mich so gefühlt irgendwie 20 Minuten. Ich weiß, das war keine Minute oder 2 Minuten vielleicht Maximum, aber gefühlt war es wirklich also eine Ewigkeit. Ja. Ich wusste, dass was passiert war, aber ich wusste nicht genau was, beziehungsweise das, was ich gesehen habe. Aber warum das passiert ist, konnte ich natürlich von Orchestergraben nicht wissen. Aber dadurch, dass ich kein rotes Licht bekommen habe, habe ich mir gedacht, das erste Gesetz im Theater ist einfach weiterspielen, egal was passiert. Und ich habe weitergespielt. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich, wenn die Ouvertüre zu Ende ist, gehe ich raus und erzähle das und versuche mit Fabio das einfach vor dem Publikum zu klären, ob das in Ordnung ist, wenn wir jetzt nochmal von vorne anfangen. Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie hörten die Ouvertüre zur Oper Macht des Schicksals. Das, was heute passiert ist, dieses Problem ist noch nie vorher aufgetaucht. Aber wie Sie vielleicht, einige von Ihnen vielleicht wissen, dieses Stück schleppt sich seit seiner Uraufführung mit einem Fluch herum. Ich fände es schön, Fabio, wenn wir einfach so tun, als hätte das nicht stattgefunden. Wir fangen einfach nochmal an. Auf einer Skala von 1 bis 10 aller Katastrophen, die ich erlebt habe bei Premieren, war das sicher eine 10. I mean, if I had to give a number, I would probably say a 5, just because it definitely did shake things up a bit. Also ich bin jetzt ungefähr 30, 32 Jahre in diesem Job
Und was die Pannenskala anbelangt, da würde ich sagen, das war fast Worst Case. Ja, das war schon fast 10. Weil eine Vorstellung abbrechen, das ist immer irgendwie, das ist was. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, diese Panne war vielleicht auf 3, weil niemandem ist etwas passiert, Gott sei Dank. Also keine Menschen wurden in diesen Unfall involviert. Es war nur eine technische Unzulänglichkeit. Das war nicht weiter schlimm. Und wir haben das Stück von Anfang noch einmal begonnen. Das Publikum hat sehr sympathisch und verständnisvoll reagiert. Also vielleicht 2 bis 3. Wir haben gedacht, dass alles wieder gut sei und so weiter, und dann kam es noch mal zu einer kleinen Panne her. Und die Mezzosopranistin, die hatte einen Schwindelanfall. Thankfully, there was a doctor in the audience, and she took care of me with the rest of the stage crew. Everyone was super helpful. Ich war natürlich total erleichtert, dass nichts weiteres passiert ist. Aber dieses Grundgefühl, irgendwie sich ein bisschen so, wie soll ich sagen, schämen ist vielleicht irgendwie der falsche Ausdruck, der erste Moment, ich hatte das Gefühl, also Andreas zum Beispiel nicht mehr unter die Augen kommen zu dürfen. Ja. Aber das sind Dinge, die halt dem besten Torwart mal passieren, dass da einer reingeht. Und das ändert nichts an der Qualität, sondern im Gegenteil, dass ich eigentlich bewundere, wie die Leute doch dran geblieben sind und konzentriert versucht haben, trotz ihrer Traumatisierung, und da waren alle traumatisiert auf der Bühne, die Bühnenmannschaft nervös, dass doch diese Vorstellung zu Ende gebracht wird. Und das habe ich dann versucht noch zu loben, um einfach zu zeigen, dass das wirklich die beste Bühnenmannschaft der Welt ist, also zumindest die ich kenne, und ja, tragisch, dass das dann nur gerade bei der Premiere so passiert, aber gibt's auch. Und ich war so froh und so erleichtert, ja, als er kam, zum Applaus und mich kurz in den Arm genommen hat und gesagt, du, es gibt Schlimmeres und so weiter, ja, das ist schon mal dann eine große Erleichterung, ja, das Verständnis. Und das findet man ja nicht unbedingt jetzt bei allen Regisseuren. Ja, ja, das ist schon, ist schon interessant, dass das alles da passiert. Also freuen wir uns, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Das Theater ist noch nicht abgebrannt und wir sind alle gesund. Und die zweite Vorstellung lief hervorragend. Und jetzt haben wir noch eine ganze Serie und dann schauen wir, dass sich dieses Stück auch freischwimmt vom Fluch.